Hilfe! Du musst der letzte Mann sein. Nee, ihr müsst... Freudiges Vieh! Richtig. Ich will auch kämpfen. Bist du bereit anzugreifen? Die macht das schon, ne? Wir haben vor einiger Zeit einen Pfad in die Wüste von Zavar gebaut, um das Weltenherz dort unten... Boah, aber lange. Als wir den Pfad nicht mehr brauchten, haben wir ihn verlassen. Der hat eine tolle Stimme. Aber jetzt haben sich dort Outlaws eingenistet. Wir können es nicht erlauben, dass sich Outlaws eine Hintertür nach Goliath aufhalten. Erfahrung, jawohl. Danke, Duras. Er hat's geschafft. Leben alle? Was soll ich neu laden? Aber ja, scheint so. Habt ihr echt gut gemacht. Und wo ist die Leiche? Da. Sehr gut. Ich bin total zufrieden mit euch. Aber ihr habt das vergessen. Ach, wie gut, dass Duras hier auf dem Eich gekillt hat zum Schluss. Das ist natürlich besser hätte ich kaufen können gerade. Das war wirklich Best-Case-Szenario an der Stelle. Ja, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Wer bist du eigentlich? Echt mal. Ich bin Garda, Erzberserker aus Goliath. Wenn du mich dort noch nie gesehen hast, liegt das vermutlich daran, dass ich auf Außeneinsätze spezialisiert bin. Das Stadtleben ist nichts für einen Kämpfer wie mich. Jetzt reicht's aber mit dem Gefrage. Wir sind hier nicht zum Quatschen. Och. Meiner Waffe dürstet es nach Blut. Ach, rede mal ordentlich, ey. Du klingst wie so ein Weichei. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Na dann los. Los geht's, Männer. Moment, ich hab noch vor... Ach ja, da war ja was. Was bedeutet, sich mit den Berserkern anzulegen. Blödes Zeitvergehen, während ich im Menü drin bin. Na lauf. Wartet auf mich, nicht so schnell. Ich habe Ausdauerverlust, wenn ich so schnell laufen muss. So ist besser. Mein Leben regeneriert sich total gut und voll schnell. Awesome. Ich mach schon mal einen auf so. Die müssen endlich auch zaubern. Ich meine, sind sie alles Berserker. Warum zaubern die nie? Das ist ein Ende. Aua, was? Ich seh nichts. Ja. So, das ging noch gut. Wir haben keinen verloren, wie es aussieht. Doch, wir haben einen verloren. Wir haben echt einen verloren. Das gibt's doch gar nicht. Oder? Warte kurz, wo ist die andere Leiche? Hm, die gibt's nicht. Ist er schon weggelaufen wieder? Leute? Wo sind die hin? Sind die da lang? Ah, da geht's runter. Okay. Warte doch auf mich. Das könnte nicht bringen, Leute. Ihr verreckt doch ohne meine Hilfe. Oh. Oder auch nicht. Ich bin stolz auf euch. Ich, aber mein XP habe ich jetzt natürlich verpasst. Hm. Ah, Enter-Kommando. Haltet eure Waffen bereit. Da unten sind noch mehr. Selbst wenn ich habe einen Jetpack. Ich war schon mal hier, da war keiner von denen am Leben. Die müssen auferstanden sein. Die Schweine. Muss dein Schild so komisch brennen eigentlich? Oh, oh, was zum... Was? Er haut auch noch ab, der Feigling. Oh, ich blute. Zack. Ah, kein XP, was? Der kam mir komisch bei XP, aber der nicht, obwohl ich den angegriffen habe. Hm. Aber die Quest scheint wirklich sehr leicht zu sein. Also offenbar eine Quest, die wirklich auch jetzt in der Reihenfolge, wie ich sie mache, in Ordnung zu sein, weil es eben direkt angrenzt an 15, Level 15. Wobei ich bin auch in einer extremen Zahl unterwegs natürlich, das macht auch einiges aus. Muss man ja sagen, wie es ist. Ja, nicht auf... Ach doch, der Belagerer. Alles gut, der muss tot. Sah gerade aus wie irgendwie ein Berserker. Bam. Ich bin eben die Leichen plündern, wenn es recht ist. Muss halt auch mal sein. So, Fleisch. Njam, 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 njam. Wow, nicht da lang, nicht da lang. Hinterher. Ah, die kämpfen schon weiter. Oh, Mann, hör doch mal auf. Ich bin nicht so schnell.
Hey, du Belagerer. Kämpfst du denn hin? Da, geh dich mal um, du... Toll, also... Das war's. Oh, Mann. Du hast gut gekämpft, wer sich einfach nicht umdreht, mein wir Typ. Wir werden hier die Stellung halten. Obwohl ich den Fokus habe. Angrim und berichte ihm von unserem Erfolg. Das kam deswegen so schlecht in dem Spiel. 2000 neue Stufe, krass. Ah ja, so eine Horde Wilder, die einfach losrennt. Da würde ich mir auch, naja. Das ist schon so ein Rudel Bekloppter, die auf dich zugestürmt kommen. Ist natürlich schon ein bisschen einschüchternd, nehme ich an. Das war Mist. Nichts. Toll. Na komm. Blub, blub, blub. Zu einfach. Ja, ne? Alles meins. So, vielen Dank. Und der Außenposten gehört wieder uns jetzt, ja? Warte, ich möchte mal einen Schnack mit dir halten. Ah! Verdammte Technik. Oder? Keine Zeit zum Quatschen. Wieso nicht? Ist alles erledigt hier. Mal gucken, ob der nochmal später eine Rolle spielt oder ob er dann auch stirbt und tot bleibt. Jetzt muss ich nicht mehr mein Mana verbrauchen. Wobei ich tatsächlich auch Angst habe, wenn ich jetzt in der Gruppe mit Mana schieße. Also speziell mit dem, den ich halt ausgerüstet habe. Dass ich meine Verbündeten damit verletze, weil ich mich selbst auch damit verletze mit dem Rückstoß. Und so. Aber für den Moment... ist die Quest ja erledigt, ne? Ich gehe auch trotzdem mal schlafen. Voll gut. Level up. Das heißt, alles hier ein bisschen stärker geworden bei mir. Also, Popelmühchen stärker geworden. Na? Oh! Ich brauche nur noch einen Punkt. Nein. Ach so, nee, ich brauche mehr Punkte. 50 braucht das. Aber Magie kann ich dann immer nehmen. Das ist doch auch schon mal was. Werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe irgendwas gehabt, was ich damit jetzt machen konnte danach dann. Hier brauche ich was ganz anderes, ist klar. Wuchtiger Schlag, Angriffsstärke, bla bla bla. Hier war doch irgendwas gewesen, wo ich der Meinung war, mit 40 kann ich da weitermachen, oder nicht? Das wird hier nicht dabei gewesen sein. Mehr Ausdauer wäre auch voll gut. Auch 50 gibt's doch nicht. Brauche ich alles nicht so unbedingt. Das ist ja auch mal nicht ganz verkehrt wieder. 10 Punkte, aber dann wiederum wissen wir ja, dass 10 Punkte nicht so viel sind. Das wäre auch nicht schlecht, aber die Frage ist halt, wie viel Prozent ich denn mehr bekomme an XP, weil so viel sind es halt nicht. Generell. Das wäre auch vielleicht nicht ganz verkehrt, das zu machen. Man, die sind ja nicht gerade billig, auf lange Sicht. Das ist alles Quatsch. Gruppe war hier bei 40. Wie siehst du da? Intelligenz 70. Pff, am Hinter. Po. Na, das bringt mir auch nicht viel, weil ich ja wieso nicht geschnappt werde, weil ich neu lade, weil ich schlau bin. Wäre auch nicht weg, aber ein Punkt ist halt immer noch nicht so viel, aber. Wer weiß, wer weiß. Ha! Den hier hole ich mir danach auf jeden Fall. Siehst du. Nahkampfschadenbonus, sehr wichtige Sache. So. Ab geht's. Ich hab aber... warte, ich wollte... eigentlich nochmal nach dem Teleporter Ausschau halten in der Gegend da drüben. Wobei ich da bestimmt keinen gefunden hätte, weil das war mir jetzt mal auch nicht da gewesen, aber trotzdem... hätte man nochmal gucken können. Nur ist es spät. Jetzt bin ich mir ja sonst wo. Mist. Aha! Der Angriff gegen die Outlaws war ein Erfolg. Es freut mich zu sehen, dass du den Angriff überlebt hast. Das ist aber nett von dir. Krieger wie dich können wir gut gebrauchen. Du sollst meine Stimme haben, um in den Rang eines Erzberserkers aufzusteigen. Hier hast du deine Bezahlung. Aber doch, krass, wie fix das Ganze geht hier. Nur eben den Level 25 habe ich noch lange, lange, lange nicht. Das ist echt merkwürdig. Also so einfach bisher, die Zustimmung zu bekommen für den Erzberserker. Eigentlich könnte nur noch die Aufgabe von Ragnar jetzt
irgendwie schwieriger sein. Wovon ich aber auch fast ausgehe. Nun ja, aber naja. So. Erstmal zum Konverter. Vielleicht bekomme ich was Schönes. Achso, hier sind gar keine Verbündeten. Achso. Na dann halt doch nicht. Hier wurde vor allem ein Vieh geboren, ein Maschinenvieh, was mich beim letzten Mal ziemlich kalt gemacht hat. Ob der noch da ist? Nein, der hat sich wohl zwischen verlaufen, als er mich verfolgt hat. Das heißt, entweder ist er tatsächlich jetzt weg aus dem Spiel, wurde gekillt von irgendeinem Monster, oder aber läuft hier irgendwie zufällig rum und killt selber welche. Arme, unschuldige, unwissende, unvorsichtige Wanderer wie mich zum Beispiel. Tja. Aber er hat mir damals trotzdem sehr geholfen, meine Quest zu erfüllen. Also ich beschwere mich deswegen nicht. Man kann ihm ja ausweichen, wie damals, nehme ich an. Also sollte nicht so das Problem werden. Nach da ganz hinten muss ich. Darum erstmal was saufen. Eine Heilpflanze neben dem Heiltrank. Also offenbar, da wo Heilpflanzen wachsen, wachsen daneben auch Heiltränke. So oder so ähnlich. So sah mir das gerade aus, ne? Okay. Voll atmosphärisch mit diesen Geräuschen. Leider unglaubwürdig, weil überhaupt nichts zu sehen ist. Aber na gut, okay. Wenn ihr meint. Da. Ich sollte mir vielleicht nicht mehr überlegen, irgendwie mal auf Einhandwaffe zu wechseln und noch ein Schild zu tragen nebenbei. Vielleicht fange ich damit noch einiges mehr. Aber ich kann ja, ich glaube, meine erste Waffe kann ich ja, glaube ich, aufleveln, dass sie stark oder sogar stärker, so ähnlich stark wie meine jetzige Waffe ist, aber ich kann dann eben das Ganze auf eine Hand nehmen. Das wäre natürlich ein Plan. Komm doch. Ausweichen! Na Mist. Naja. Passt. Zack, 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 zack. 10 XP und kein Leben verloren. Ich bin begeistert. Bin ja so mächtig. Ah. Aber ich will es in dem da nicht demonstrieren müssen. Ich weiß, ich könnte die besiegen, aber ich mach's einfach noch nicht, weil da oben. Ja. Ah, doch, hier war ich schon mal. Aber gab's hier auch keinen Wegpunkt? Ich meine, ich habe hier offenbar keinen. Man sollte meinen, dass es hier im Spiel sehr viel mehr Wegpunkte gibt. Also auch flächendeckender. Und hier habe ich so viele wie am Stück. Da sind bloß zwei. Hier sind auch einige. Und dann strecken wir jetzt aber überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das kann ja so nicht sein. Irgendwo einen Wegpunkt zu sehen? Ne. Aber ich hab Bock, mal hinlatschen zu müssen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch her muss, aber tendenziell ist es natürlich immer schon doof, den ganzen Weg latschen zu müssen, wenn man theoretisch die Möglichkeit eines Wegpunktesystems hat. Für die Schnellreise, naja. Ich bin sicher, ich habe euch noch nicht beklaut. Ups, du klaust? Nee, ich klau nicht. Fehlt mir an diese super Erzberserker-Rüstung habe ich auch noch gar nicht, ne? Die war ja zu teuer. Ups. Und oder ich konnte sie noch gar nicht tragen. Ich glaube, ich konnte sie auch noch zu gar nicht tragen. Also werde ich gegebenenfalls auch nochmal da entsprechend skillen müssen dafür. Oh Mann. Ups. Och. Das Ding ist halt, es ist echt nur normal. Ich habe schon Erzberserker gesagt, ne? Ist ja bloß die einfach nur Angriffstrupp-Rüstung. Was ist denn hier los mit euch? Die wollen die nicht beklauen lassen. Letzter Versuch, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das heißt, die Erzberserker-Rüstung danach wäre nochmal schwerer zu tragen. Oh, es reicht mir. Was ist denn da los mit euch? Die wollen die nicht beklauen lassen. Echt eine Sauerei.
Auch nirgendwo ein Wegpunkt.